Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Augenzeuge-Box von Joker. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Augenzeuge von Joker, die Box in Rot gehalten. Hier haben wir in Schwarz verwischte Balken, verwischte Streifen. Auf der Unterseite lesen wir Polaroid Box. Rechts Joker Augenzeuge. Oben lesen wir Polaroid Box. Auf dieser Seite ebenfalls Joker Augenzeuge. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist abgedruckt, inklusive der Tracklist der Polaroid EP. Und hier noch die Credits. Alles klar. Es ist eine Klappbox. Wir öffnen die hier an der Seite und schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einmal ein T-Shirt, einen Sticker, eine Polaroid-Fotografie, noch ein Sticker, die Polaroid-Bonus-EP, ein Magnet, ein Button und das Album an sich, Augenzeuge von Joker. Und wir haben hier in der Box wieder so einen Einleger, wo sich das Album drin befunden hat. Dieser ist reingeklebt, das heißt, ihr könnt das Album natürlich dann wieder hineingeben. Alles klar, wie immer starten wir mit dem Album an sich, Joker Augenzeuge. Also wir sehen hier Joker in einem Trenchcoat mit Krawatte und Hemd, steht ihm echt gut, also sieht so nach Geheimdienst, Ermittler, Privatdetektiv, sowas in die Richtung aus, gefällt mir echt gut, also Joker könnte sich direkt beim BND bewerben. Und dann haben wir hier 15 Tracks und wir haben hier Features, ist etwas spiegelt sehr stark. Wir haben hier Features von Sido und Motrip, Lenny Morris, Megalo, Flo Mega, Sebastian Hamer, Motrip und Niasha Mudo. Okay, Sebastian Hamer und Niasha Mudo sagen mir jetzt nichts, sind, soweit ich es beurteilen kann, Gesangsfeatures. Und generell von diesen 15 Tracks gefällt mir Freundeskreis sehr gut. Das ist eben mit Sebastian Hamer, der singt. Und gestern Nacht mit Motrip ist auch richtig gut. Und ansonsten Moin Moin, weil es einfach im Gegensatz zu gestern Nacht und Freundeskreis, das sind eher so nachdenkliche und deepere Tracks. Und Moin Moin ist einfach ein bisschen, geht nach vorne und ist ein bisschen stärker vom Beat her. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist die CD und wir werden uns mal das Booklet ansehen. Relativ dünn. Also hier sehen wir Joker auf einem schönen alten, vor einem schönen alten Tisch sitzen und hier die diversen Polaroid-Fotos vor ihm liegend. Hier, also es dürften echt viele sein, die hier verwendet wurden, also die im Rahmen des Albumsentstehungsprozesses gemacht wurden, die Fotos. Dann hier die Maske, die man aus dem Videoclip Moin Moin kennt, diese Clowns-Maske. Dann haben wir hier noch die Infos bzw. Credits zu den ganzen Tracks und auf der Rückseite die Danksagung. Gut, Booklet wieder in die Hülle zurück. Die CD an sich in Schwarz-Weiß, also sieht sehr so nach Negativ, nach Fotoentwicklung aus. Joker, Augenzeuge lesen wir hier. Hier ebenfalls nochmal das Auge. Das ist ja mehr oder weniger so das Logo des Albums sein dürfte. Dann haben wir hier einen Button, beziehungsweise einen Magneten,
Könnt ihr euch einen Kühlschrank oder sonst wo, wo es halt hält, dran machen. In Rot und Schwarz, wieder mit diesem Auge. Die Bonus-EP, die Polaroid-EP. 1, 2, 3, 4, 5 Tracks und ein Feature, nämlich Silla. Sieht ebenso aus wie das Album an sich. Und hier lesen wir nur den Zusatz Polaroid EP. Die EP wie immer im Pub-Case, in der Papphülle. Dann haben wir diese Polaroid-Aufnahme, dieses Polaroid-Foto. Also hier dürfte gerade ein Video entstehen. Das ist sogar der Videodreh von Moin Moin. Also wir lesen hier Joker und ist die Frage, ob man das erkennen kann, weil das Foto ist jetzt auch nicht allzu scharf, aber wir sehen hier diese Handschuhe und das Outfit und hinten diese großen Satellitenanlage, Radarstation oder was das hier ist. Also das ist auf jeden Fall aus dem Moin Moin Video-Set das Foto. Dann haben wir zwei Sticker, einen sehr ungewöhnlichen Sticker. Dieser schaut einfach aus wie ein Polaroid, nur halt blank, komplett weiß, quadratisch. Und dann haben wir noch einen zweiten Sticker, dieser wieder mit dem Auge in schwarz-rot, ebenfalls quadratisch. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir ein T-Shirt. Dieser sieht folgendermaßen aus. Also, ist die Frage jetzt, was das darstellen soll, das kann, glaube ich, jeder für sich interpretieren. Wir haben hier unten ein X, dann hier einen Kreis und hier ja, mehr oder weniger eine Ellipse und diese weißen Querbalken. Ist die Frage, was das jetzt heißen soll oder was man hier jetzt sieht. Für mich ist das zu abstrakt, also ich kann jetzt nichts deuten oder dem Ganzen nichts entnehmen. Ist jetzt nicht so mein Geschmack optisch. Wir schauen mal, womit wir es hier zu tun haben. Ein Fruit of the Loom Value Weight, Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hergestellt in Marokko. Okay, wir schauen uns nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht, damit ihr hier einen Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier die Kombination schwarzes T-Shirt mit diesen weißen Querbalken und diesen roten Symbolen. Wie gesagt, mir ist das T-Shirt etwas zu abstrakt, zu seltsam. Ich persönlich würde es nicht tragen, aber es gibt sicher den einen oder anderen von euch, der sich über dieses T-Shirt in der Box freut und dieses gerne anziehen wird. Und wie immer fassen wir zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, diese beiden Sticker, die Polaroid-Aufnahme von Joker. Da hatte jede Box einfach eine andere. Also es ist kompletter Zufall, welche ihr hier vorfindet. Aber meines Wissens wurden alle unterschrieben von Joker. Darin sind alle gleich. Dann haben wir die Polaroid EP. Das Album. Augenzeuge. Und diesen Button, diesen Magneten. Gut. Das alles in dieser wunderbaren Box. Augenzeuge von Joker. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.